letzten Tagesordnungspunkt war Carmen Szymanek von der FPÖ. Frau Präsidentin, ja, unser Antrag 1:1 Zählregelung in jedem Bus, einen Sitzplatz für Kinder ist nicht neu. Diese Debatte begleitet uns schon seit Jahren, aber ich glaube, es ist notwendiger denn je. Denn laut Kuratorium für Verkehrssicherheit gab es in Österreich zwischen den Jahren 2003 und 2013 290 Unfälle mit Schulbussen und dabei wurden 515 Kinder verletzt. Das heißt, das waren 515 Kinder zu viel. Knapp 1,2 Millionen Schüler sind täglich unterwegs zum Unterricht. Davon sind mehr als die Hälfte in Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Dabei treten sie eine gefährliche Reise an und ihr Schutzengel hat dabei sehr viel Arbeit. Wie Ihnen allen bekannt ist, haben wir in Österreich die Regelung, dass in Linienbussen 3 Kinder auf 2 Sitzplätzen sitzen, transportiert werden dürfen. Und das führt zu heilvoll überfüllten Schulbussen. Besonders absurd ist natürlich auch die Tatsache, dass Kinder in privaten PKWs angeschnallt sein müssen, einen Kindersitz haben müssen und bei Nichtachtung mit 72 Euro bestraft werden. Die Eltern werden bestraft, wenn sie es nicht einhalten. Aber auch die Volksanwaltschaft hat sich diesem Thema jetzt angenommen. Und unser Volksanwalt Dr. Fichtenbauer hat nun ein Prüfverfahren zu den Stellplätzen in den Schulbussen eingeleitet. Bereits in den Parlamentsberichten der Jahre 1980, 2001, 2008, 2009 kritisierte die Volksanwaltschaft diese Beförderungsbestimmungen im Kraftfahrgesetz. Dennoch hat sich die Situation für unsere Kinder in Österreich nicht geändert. Leider hat das Verkehrsministerium lediglich die Aufstockung der Schulbusflotte durch die Länder gefordert, was ich persönlich glaube, dass das schwer durchzusetzen ist. Aber wir als Gesetzgeber sind einfach dafür verpflichtet, auch unseren Kindern einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Deshalb freut es mich besonders, dass in den Vorgesprächen mit den Verkehrsreferenten Signale da waren, endlich zu einer sinnvollen und endgültigen Lösung dieses Problems kommen, dass es zu der Problemlösung kommen kann. Und ich hoffe auf eine gute und konstruktive Diskussion im Ausschuss und auf eine endgültige Lösung für unsere Kinder, die täglich mit den Schulbussen unterwegs sind. Danke.